war ein stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war. Ein Beschützer heiligen Wissens. Die Frau des... Randvi erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Hey! Du toll! Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Eivor vom Rabenclan. Den Namen kenne ich. Du hast Ragnars Söhnen geholfen, den König von Mercia zu stürzen. Sei gegrüßt. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Unter Soma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort.
Was war mit den Stadtmauern? Und den Wachen? Die Mauer war nicht durchbrochen, die Wachen ahnungslos. Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Sollte ich vorsichtig sein. Sigmund verjagte diese Dänen wie eine Schafherde aus Grantabrück. Überblicke das Land, Freundin. Er hat sie auch die Schafe abgeschlachtet. Schade, dass wir überhaupt Gefangene nehmen. Die werden gerade lang genug leben, um anderen als Soma kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. So gewaltig wie schnell. Das war sehr freundlich von dir. Danke. Was willst du tun? Und nimm das! Thank you.
Seid klug! Hängt euch nicht in Gefahr! Ist hinüber. Los, Söhnen. Ihr seid noch kampftauglich. Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Ekel, sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eber an unserem ersten Tag in Englerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja, das war... In einem Monat jagst du wieder. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel. Aber du kriegst keine Toten. Du musst Soma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Die haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst. Aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine 3 Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Alderman Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder alter Mann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun.
Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Lang und leuchte weit, Feind des Waldes, und führe Somas güldene Krieger heim. Ich weiß, was du gerade denkst. Und das wäre? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie ein einsamer Wolf. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie, nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Wölfe. Sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Da lacht Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab! Verschwindet! Thor verleiht mir Kraft. Garlin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja,
und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem... Eine Gruppe gefangener Dänen. Ich beschäftige die Ratte! Jetzt ausrichten. Muss ich dich anleihen? Odin! Ich war nicht fertig. Wenn du so nett wärst, ich hatte nicht den letzten Tag. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge die Leuchtung. Dort solltest du unser Lachen. Wir kommen nach, wenn wir die anderen haben. Leaf und Galin vertrugen sich nicht immer. Doch seit der Eroberung von Grantabrück ist es... Gab es böses Blut? Sozusagen. Beide hielten sich für meine rechte Hand und hassten sich gegenseitig. Aber in meiner Familie gibt es keine Rangordnung, wie bei meinen Pferden. Solch eine Rivalität kann die Geschwisterliebe auf ewig vergällen. Wird das Feuer richtig geschürt, bringt es auch ihre besten Seiten zum Vorschein. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Ich glaube, das ist Birners Langschiff. Schwer zu sagen, es ist so verkratzt und zerschlagen. Ja, genau! Ja, genau! Hast du noch was anderes vor? Ja, genau! Guckt euch nur auf, ihr zahmlosen Kätzchen! Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf! Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind! Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich dir ins Gesicht trete. Das ist Birna. Kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckt, würde ich sie erkennen. Hey. Dann wird es nicht mehr. Ich wusste, dass ich da draußen einen Besen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das Haus gewesen. Komm mit, Birna. Leaf und Galin sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Eivor, triff uns dort. Ja.
Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskona. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Anscheinend sind noch mehr von Somas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt.